Liechtenstein gegen Liechtenstein. Im Tennis-Damen-Einzelfinale an den Kleinstaatenspielen 2011 standen sich Steffi Vogt aus Balzers und Katinka von Deichmann aus Schaan gegenüber. Am Vortag hatten die beiden gemeinsam gespielt und im Doppel die Goldmedaille errungen. Das Publikum war sehr zahlreich in die Tennisanlage Bannholz zu diesem Tennisfest geströmt und entsprechend lastete auch ein gewisser Druck auf den beiden Damen. Besonders natürlich auf der Topfavoritin Steffi Vogt, die recht selbstkritisch auf den Beginn der Partie zurückblickt. Ich habe mich sehr nervös gefühlt und recht shaky gesehen, viel Fehler gemacht, ein paar schlechte Entscheidungen gemacht während dem Spiel. Hat sich dann aber geklärt im Laufe vom Match und zweiter Satz ist dann wirklich, wirklich besser gesehen. Ja. Katinka von Deichmann verspürte diesen großen Erfolgsdruck weniger. Denn wenn sie gewonnen hätte, dann wäre das einfach eine riesengroße Überraschung gewesen. Ich freue mich riesig über Silber. Hätte natürlich gerne Gold gehabt, aber die bessere Tüte einfach gewonnen. Das ist ganz klar Steffi gesehen. Das sehr große und sehr aufmerksame Publikum machte den jungen Damen so richtig Freude. Es ist unglaublich, also so viel Unterstützung zu haben und so viel Sportbegeisterung zu spüren im Land ist einfach ein tolles Gefühl als Athlet und ich schätze es brutal. Ich habe noch nie vor so einem großen Publikum gespielt und dass es gerade auch noch Heimpublikum ist, ist natürlich noch besser und es macht es oft super Spaß und wirklich, man kann sagen, was man alles kann und es ist einfach eine große Freude. Macht.